Katze. Ja. Ob Mandanten, Kollegen oder Angestellte, Michael Hohmann will sie zusammenbringen. Einen Schritt voraus mit einer Idee. Ich habe gedacht, was können wir für eine Mandantenveranstaltung machen? Wo haben alle Spaß, was wird ungezwungen und da fiel mal ein Kickerturnier ein. Und das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Stellt euch vor, tauscht Visitenkarten aus, aber in erster Linie wollen wir ein bisschen Spaß haben. Los! Profis sind sie alle nicht, aber das spielt heute auch gar keine Rolle. Hauptsache die Kugel rollt und es kommt irgendwie zum Tor. Das Turnier ist der Anlass und für alle eine Chance, sich besser kennenzulernen. Und nicht nur das. Zum Netzwerk ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Kölsch trinken. Ist meine Abwechslung. Toll, wirklich. Ich würde das mal probieren. Ich habe das ewig nicht gemacht. Und jetzt würde ich gewinnen. Zunächst spielt jeder gegen jeden, immer in Zweierteams. Und schon bald zeigt sich, wer da eine glückliche Hand hat. Doch bevor es in die entscheidenden Finalrunden geht, gibt es erst einmal eine Stärkung. Zeit für Gespräche und ein Kölsch. Wie finden die Teilnehmer die Idee mit dem Turnier? Überraschend, weil man das vom Steuerberater nicht erwartet. Sonst denkt man ja immer, Steuerberater sind etwas steif. Aber mit der Aktion, denke ich mal, hat es sehr das Klischee aufgelockert. Finde ich ganz klasse, dass mal ein Steuerberater ganz andere Wege des Marketings geht. Michael Hohmann hat alles professionell geplant. Und jetzt geht es in die Finalrunden. Viertelfinale, Halbfinale, unermüdlich wird gedreht, verteidigt und zielsicher geschossen. Und sie haben die 24 Konkurrenten ausgeschaltet. Lukas Löwe und Philipp Ashton gegen Menzo Bacevac und Bruno Zarella. Drei Runden konzentriertem Spiel stehen die Sieger fest. Tischkicker Turniers in 2014, das Paar Bacevac Zarella. Ich darf euch recht herzlich gratulieren und euch den ersten Pokal, den wir hiermit zu vergeben haben, überreichen. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben hier, dank unseres Pächters, der ja für die hervorragende Gastronomie gesorgt hat, von dem Alex, hier einen Ball mit Unterschriften von den Spielern, die die Regionalliga-Meisterschaft geschafft haben. Und genauso ein Trikot unterschrieben von allen Spielern. Da könnt ihr euch jetzt überlegen, wer den Ball ist. Und Bruno Zarella hat sich so über den Sieg gefreut, dass er für alle noch eine Zugabe gegeben hat. Gewonnen oder nicht, egal. Dieser Event des Steuerbüros Hohmann war ein voller Erfolg.